weiß, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Noch heute Nacht will er einen Mann. Oft war er nachts nach Hause gegangen mit der Befriedigung, dass er viele hätte bekommen können, wenn er nur gewollt hätte. Dieses Gefühl war ihm weit wichtiger gewesen, als wenn er eingewilligt hätte, mit ihnen zu schlafen. Aber jetzt denkt er nur noch an das eine. Er will sich nicht mehr beherrschen und er wüsste auch nicht, was er sonst tun sollte. Ihm ist alles egal. Es ist ein Zustand wie in einem Rausch. Die Toilette ist der bekannteste Treffpunkt für Homosexuelle. Viele Schwule mit Kontaktschwierigkeiten sind gezwungen, auf den öffentlichen Toiletten ihre ersten homosexuellen Erfahrungen zu machen. Mit der Bestrafung der Homosexualität durch die Gesellschaft und dem daraus folgenden schlechten Gewissen der Schwulen haben viele ihr Schwulsein bis auf die einfachste Form von Sex beschränkt. Die Männer stehen in dauernder Furcht, entdeckt zu werden, nebeneinander und sind gezwungen, wenn sie nach oft langem Warten jemanden gefunden haben, sich sekundenschnell abzureagieren. Die nur auf das Geschlechtsteil gerichtete Beziehung ist für eine große Gruppe von Schwulen die einzige Form der körperlichen Liebe. Sie wandern von einer Toilette zur anderen, dauernd auf der Suche nach Befriedigung, die sie im günstigen Falle nur verstümmelt erlangen. Für die Schwulen selbst steht die Toilette auf der untersten Stufe. Sie geben vor, die Pissbuden Schwulen zu verachten, was sie aber nicht daran hindert, die Pinkelbuden heimlich aufzusuchen, wenn sie in ihren vornehmen Bars niemanden gefunden haben. Hier finden sie Gefallen an den oft maskulinen Arbeitertypen, die kein Interesse haben, ihre Geilheit unter Mode und guten Manieren zu verstecken. Strichjunge zu sein, ist in unserer Gesellschaft weit angenehmer, als eine blöde, unpersönliche Arbeit ausführen zu müssen. Aber der Verdienst ist weit geringer als der weiblichen Nutten. Meist sind es entlaufene Fürsorgezöglinge, die sich sowieso einem spießigen Leben mit seinen wenigen Möglichkeiten verweigern. Wie viele Rocker, die ihre Homosexualität in ungeheure Brutalität verdrängt haben, sind die Strichungen oft nicht schwul. Bei den Schwulen können die Stricher mit gutem Gewissen ihren Hass auf eine Obrigkeit abreagieren, die sie für ihr Schicksal verantwortlich machen. Sie hassen die Schwulen. Denn ein Schwuler ist in den Augen der Gesellschaft immer noch schlimmer als ein ordentlicher Verbrecher. Erpressung, Raub und Mord an Schwulen waren an der Tagesordnung, als durch den Paragraphen 175 alte Schwule all dies dankbar hinnehmen mussten. Das Gesetz ist abgeschafft, aber nicht die Einstellung der Bevölkerung zum einzelnen Homosexuellen, der immer noch große Furcht hat, entdeckt zu werden. Entsprechend der allgemeinen Altersfeindlichkeit in unserer Gesellschaft ist das Altwerden für den Schwulen am grausamsten. Die Schwulen schaufeln sich selbst ein frühes Grab. Da sie ausschließlich den jungen männlichen Körper anbeten und von menschlichen Qualitäten absehen. Nicht selten fängt bei Schwulen das Altern schon mit 30 an. Und wenn ein älterer Schwuler nicht reich ist, ist er entweder gezwungen, kalt und aggressiv jüngere Homosexuelle auszunutzen oder sich mit Strichern in gefährliche Abenteuer einzulassen. Bei alten Schwulen spielt Sex eine viel größere Rolle als beim verheirateten Mann, der vom Geschlechtsverkehr mit immer derselben Frau bald impotent wird. Alte Schwule werden beim Anblick von jungen Männern immer neu gereizt und sie verbrauchen bei der meist erfolglosen Suche nach Sex in dunklen Toiletten und Parks, da sie in Bars verachtet werden, einen großen Teil ihrer Energien. Oft wollen sie aus Eitelkeit ihr wirkliches Alter nicht wahrhaben und sie versuchen, sich künstlich jung zu erhalten, was sie lächerlich erscheinen lässt. Arme, alte Schwule haben nichts zu lachen. Sie sind oft unmenschlicher Vereinsamung ausgesetzt, die ähnlich einem wachsenden Geschwür jegliche Freude am Leben versiegen lässt.
Nein, nein, nein. Und die Schuhe, die sie trägt, ist ja furchtbar. Das Hemd dazu, den Schal, hör mal, und den Dutt, hör mal. Gell, ich finde das so widerlich, finde ich. Einmal habe ich mit knallroten Schuhen gesehen. Ekelhaft ist das. Die macht doch immer auf den Klappen, hör mal. Sie findet da sonst auch gar nichts. Ja, ja, ich habe sogar im Bahnhof schon gesehen. Mit bunten Klamotten läuft im Bahnhof rum. Vom abends bis morgens läuft die da rum. Und dann läuft sie am helllichen Tage wie ein Papagei durch die Gegend. Schau dir das doch mal an. Ist doch furchtbar, sowas. Oh! 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 Schwule Säue, dreckige schwule Säue, das ist nicht mehr menschenwürdig, das gehört ins KZ, das ist eine der schmutzigsten Praktiken, das ist der Abschaum und das ist ein Verbrechen. Mein Sohn würde ich totschlagen, wenn er so etwas täte, eigenhändig den Kopf abreißen. Wozu zieht man denn so etwas groß mit Liebe und Aufopferung, wenn es dann pervers wird? Mir tun diese Leute leid, das sind kranke Menschen, unglücklich Veranlagte. Vielleicht in einer psychoanalytischen Behandlung würden sie genesen können, wer weiß es. Keiner will etwas mit denen zu tun haben, ich selbst würde mich auch schwer tun. Vergasen, kastrieren. In die Fresse schlagen kann man denen nur. Wenn einer von denen es auch nur wagen würde, mich anzupacken, der würde von mir so verdroschen werden, dass er vergisst, dass er jemals schwul gewesen ist. Verprügeln muss man die. Das sind so Leute, die so überzüchtet sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen.